Hallo, auf Lenas Wunsch gibt es jetzt ein Video über Stoffwindeln. Wir hatten diesbezüglich schon Glück, da wir in dem Krankenhaus, in dem wir waren, zum Geburt von unserer Tochter, da gab es auch Stoffwindeln. Und zwar mit dem Rundum-Sorglos-Paket. Das heißt, die Windeln wurden da auch immer gleich wieder gewaschen. Angefangen haben wir mit einer Mullwindel, mit einer ganz einfachen, und die wurde dann zu einem Dreieck gefaltet. Also wir hatten dann ein recht einfaches Dreieck, was wir dann dem Baby umgelegt haben. Genau, also das kommt zwischen den Füßchen nach oben. Wird dann hier einmal rübergelegt, von der einen Seite und von der anderen Seite, und dann festgeklemmt. Ja, oder halt so oben eingeschlagen. Genau, eingeschlagen, ja. Und dann war das Baby fertig gewickelt. Genau, dazu hat es dann noch ein Flanelltuch außenrum bekommen, ein Häubchen und ein Flügelhemdchen. Die Sachen kann man alle sehen in dem Video Öko-Erstausstattung. Als wir dann daheim waren, nach unserer ersten spannenden Autofahrt, so spannend war es eigentlich sehr für uns, weil unsere kleine Tochter hat geschlafen, haben wir dann auch gleich weitergemacht mit einer Mullwindel, bei der ein Steg in der Mitte gefaltet war. Das sieht man hier, Lotte, genau. Ja. Man sieht, das ist ein Dreieck und in der Mitte ist dieses Steg. Und das muss man immer falten. Jetzt machen wir das Ganze mal auf und dann zeige ich euch, wie man das faltet. Wir haben jetzt die Mullwindel, wir haben jetzt eine andere genommen mit Mustern, dass man sie ein bisschen im Video besser sieht und man das eher nachvollziehen kann, wie das Ganze gefaltet wird. Als erstes faltet man die Windel einmal zur Hälfte und halbiert sie dann nochmal der anderen Seite nach. Dann hat man hier eine Seite, in der alle offenen Ecken zusammenkommen. Von diesen vier Stück nehmen wir die oberste und legen sie so rüber. Jetzt haben wir einmal ein großes Dreieck und hier unten noch ein kleines, was dann hier wie so ein Fähnchen ist. Jetzt nehmen wir die bis jetzt gefaltete Windel, drehen sie um und nehmen jetzt das Fähnchen hier, das sind die oberen zwei Lagen, falten wir dreimal in Richtung Mitte. Und schon haben wir hier einen Steg und können das Baby dann damit wickeln. Also die Windel falten wir auch hier zwischen den Beinchen nach oben, schlagen von der einen Seite rüber und von der anderen. Und jetzt gibt es hier die Möglichkeit, also einmal kann man eine Wollwindel drüber machen, das sieht man auch in dem Video Öko-Erstausstattung, die hat aber meine Schwester schon, weil die jetzt ein Kind bekommt bald. Dann gibt es die Möglichkeit, dass man mit dem Snippy das festmacht, wenn das nicht mehr funktioniert, dass es nicht mehr hält durchs Einschlagen einfach. Und dann kann man nämlich auch direkt so eine Longi drüber anziehen. Das heißt, es ist dann gleichzeitig Windel und Hose. Und auch wenn man es nicht glaubt, dass es dicht hält, es tut es wirklich. Also es ist sehr praktisch. Was man auch drüber machen kann, ist so eine Wollwindelhose. Da ist es auch ganz gut, weil es von selber sonst nicht so richtig halten würde. Also sobald das Baby sich mehr bewegt, löst sich das dann halt einfach. Irgendwann kommt die Zeit, man merkt es auch relativ gut, wann es soweit ist, dass man dann auch noch Einlagen reinmacht in die Windel. Das heißt, man legt auf den Steg noch Einlagen drauf und da haben wir verschiedene. Wir haben einmal hier eine Hanfvlies-Einlage, die ist aus Hanf, die ist relativ dünn, die kann man reinlegen. Das ist aber allerdings nur was für den Anfang mit den Einlagen. Und dann haben wir hier noch zwei dickere. Einmal so eine und einmal noch eine ganz dicke, die wir hier dann noch haben. Man kann die auch kombinieren, was wir eigentlich auch ganz gerne machen, dass wir da eine ganz dünne und so eine mittlere übereinander legen und die dann auf den Steg drauflegen und das Kind damit wickeln. Genau, und das kann man auch super vorbereiten. Also wir machen das immer nach dem Waschen, dass wir schon diese Windel so falten, also alle falten und dann so Einlagen reinlegen, wie wir sie gerade brauchen, eine oder zwei. Und wir haben davon 40 Stück insgesamt, also 40 Einlagen und 40 Außen- oder Mulltücher.
und finden, dass wir mit der Zahl gut klarkommen, gell? Also so genau, ja. Müssen wir uns keinen Stress machen, dass wir irgendwie zu wenig haben. Genau. Man muss sich natürlich dann immer ab und zu waschen, weil man kann dann nicht so viele kaufen, dass sie natürlich immer halten. Außer man hat einen Windelservice in der Stadt und will den nutzen. Also sowas gibt es ja, dass man in größeren Städten sich die abholen lassen kann und gewaschen wiederbringen. Machen wir aber nicht. Wir haben dafür so eine ganz interessante Konstruktion, dass die außerhalb vom Haus quasi an der Wand hängen und da drin, also da weht der Wind gut durch, die werden ein bisschen getrocknet, weil bei diesen, wie heißt das, Einlagen ja. Die darf man nicht in Windeleimer tun, also die dürfen nicht geschlossen aufbewahrt werden. So, die gebrauchten Stoffwindeln. Da ist ja generell der Vorteil, dass die weniger riechen als Wegwerfwindeln, finde ich. Trotzdem kommen die bei uns aus dem Fenster raus. Das habe ich einfach so ausprobiert und muss sagen, das klappt sehr gut. Und zwar ist da so ein Metallbehälter, wie man den aus öffentlichen Toiletten kennt, mit dem Stoff drumherum, damit man das außen vom Haus nicht sieht oder dass es halt kaum auffällt, dass da überhaupt was hängt. Da kommen die rein, werden gut gelüftet durch den Wind. Regen fällt nicht drauf, hätte ich zwar gedacht, ist aber nicht so. Und wenn es mal kalt ist, oder die sehr gut trocken werden, kann man sie auch mal ein paar Tage länger draußen lassen. Und wir waschen auf jeden Fall jeden dritten Tag, manchmal auch ein bisschen seltener, je nachdem, wie das Wetter ist draußen, also ob sie gut gelüftet wurden und was so in den Windeln drin ist, also wie stark die verschmutzt waren. Ja, zum Waschen muss man sagen, das ist natürlich jetzt, man muss es natürlich machen und das ist ja auch, wo viele ein bisschen Angst davor haben, dass man Stoffwindeln waschen muss und dann mit allem in Berührung kommt, was da so drin ist. Also man muss sagen, Pipi ist überhaupt gar kein Thema, das wird super aufgesaugt in den Einlagen. Und was das größere Geschäft angeht, da gibt es hier noch was Tolles. Ja, so ein Windelflies. Das kann man dann nach Gefühl oder wie man gerade Lust hat reinlegen und wenn, bei einem Kacker kann man den direkt so nehmen und wegtun und die Windel hat nicht so viel abbekommen. Ja, und dann muss man da auch gar nicht rauswaschen. Aber selbst wenn man was rauswaschen muss aus der Windel, das ist überhaupt kein Problem. Man kann dann mit dem Klopapier das Gröbste abgreifen, in die Toilette rein und es dann auswaschen. Genau. Und zum Vorwaschen finde ich Gallseife gut und Öko-Waschmittel funktioniert auch total gut, um die Windeln sauber zu bekommen. Wir haben von Sonett gerade welches, aber halt kriegt man ja im Bioladen. Und was ich total empfehlen kann, ist Sauerstoffbleiche. Das kann man nämlich dann extra dazu machen. Das heißt, es ist noch kein Bleichmittel im Waschmittel drin, sondern man kann dann entweder mit Sauerstoffbleiche waschen oder wenn einem die Windeln zu hart werden nach einer Weile durch den Kalk, kann man dann mit Essig waschen. Beides sollte man nicht machen. Also entweder Sauerstoffbleiche oder Essig, um die Windeln ein bisschen weicher zu bekommen. Wir haben das eine Zeit lang mit dem Windelflies gemacht und das war auch der einzige Müll, den wir da produziert haben. Weil natürlich der Hintergrund ist, warum wir das machen, ist einerseits, dass wir natürlich nicht so viel Müll produzieren möchten. Und das Beste für die Haut vom Kind natürlich. Und genau. Aber ja. Genau, der Müll ist auch wichtig und es sind wohl für ein Baby für die ganze Wickelzeit 1,5 Tonnen Müll, die man da spart. Und man spart natürlich auch noch Geld. Du hast noch mal geguckt auf unsere Stromrechnung. Genau, die Stromrechnung sind ungefähr 10 Euro im Monat, was wir... Genau, aber da war noch diese Wärmelampe mit dabei. Ja, also, genau, die Auto, die wir über dem Wickeltisch haben, ja. Dass es uns gleich nicht zu kalt wird. Genau, also das ist, was wir jetzt an Strom mehr verbraucht haben, seit wir eben die Wärmelampe zusätzlich benutzen und mehr waschen. Ja, genau. Und das Kind soll aber auch noch angeblich, das ist unser erstes Kind, das sehen wir es gerade noch am Auto suchen, auch schneller trocken werden mit den Stoffwindeln. Genau, weil es ja spürt, dass überhaupt Pipi drin ist, weil in der Wegwerfwindel wird es ja so aufgesaugt, dass das Baby gar kein Feedback hat, jetzt ist es nass. Also es hat dann mehr Verständnis, wenn es dann größer ist, dass es auch gewickelt werden muss, weil es halt feucht ist oder ja, spürt es quasi mehr selber und verliert nicht das Gefühl so für den eigenen Körper da. Genau, was wir jetzt auch noch für eine Windel haben, ist eine One-Size-Überhose, die auch total gut funktioniert. Und da falten wir dann diese Tücher, die wir haben, einfach nur noch insgesamt zu einem Steg und benutzen die so. Und benutzen halt die Einlagen, die kann man da einfach reinlegen. Genau, hier ist oben. Das, ja. Die klemmen wir hier nur rein. Und auch eben so viele man möchte. Das ist auch ein Tipp von einer Freundin von uns, die heißen... Melovia. Jedenfalls die habe ich empfohlen bekommen und die sind wirklich gut. Also am Anfang ist ja die Frage so, wie ist es dann, wenn man es wirklich macht mit den Stoffwindeln? Und ich finde das eine total gute Erfahrung. Wir nehmen die auch mit in den Urlaub, wenn wir eine Waschmaschine haben. Und
ich kann es total empfehlen, auf jeden Fall das zu machen. Ja, also ich war auch am Anfang natürlich, hat mir immer ein bisschen, gerade wegen dem Waschen und so weiter und wegen dem Saubermachen, hat man da ein bisschen Respekt davor. Aber ich muss sagen, ich war total begeistert und wollte auch schon alleine ein YouTube-Video machen, aber da die Leute das dann hier so super macht, haben wir uns entschlossen, dass wir das dann doch zusammen machen.